Sehr schön. Aber... Oh, scheiße, jetzt habe ich schon... Ich habe die falsche Taste gedrückt. Okay, okay, okay. Was haben wir denn hier alles? Armbrust, normale Bolzen, Brandbolzen, Betäubungsbolzen. Habe ich das Ding jetzt immer in der Hand? Ach du Gott. Wieder aus Kraft in der linken Hand ausrichten möchtest. Okay, das ist ein Gefällt, das ist ein normale. Okay, und eine weitere. Also, ich habe erstmal bloß Bolzen. Eine Kraft wirklich habe ich noch nicht. Aber ich könnte ja zum Beispiel das. Kann ich das hier oben hinlegen? Okay. Muss erstmal ein bisschen rumprobieren. Die Heilung habe ich so normal. Ich würde aber ganz gerne. Warte mal. Das dahin, weil ich das hauptsächlich immer benutze und das dahin. Aber ich wollte ja eher ein bisschen friedlicher machen. Die Flasche will ich nicht tragen. Er hat noch Beute. Nett von denen auf jeden Fall. Hemlock Essence. Was zum Fick ist das denn? Okay, das wandelt sich gleich alles in Münzen um. Ein bisschen ist komisch. Ich dachte, ich müsste noch irgendwie was verkaufen. Hier hast du ein Stolperdraht. Ich meine, das Ding ist, weil ich jetzt irgendwie die ganze Zeit nur Waffen von Fingern habe, wenn wir irgendwelche Kräfte, was auch immer das sein mag, hallo, kannst du mal aufhören zur Seite zu latschen, Typ? Werde ich, glaube ich, hier die ausrüsten, ne? So, Jelly, für den Fall, dass du zu dumm bist, um dich zu erinnern, solltest du bei deinem Whisky nach der Antwort suchen, verstanden? Wenn du deinen Anteil haben möchtest, wirst du es schon herausfinden. Wenn nicht, dann komme ich nächsten Monat wegen der Sache erneut zurück. Wir hatten auf der anderen Seite ein Whisky, was ist das? Tresor? Kombination erforderlich. Ja, aber wie kriege ich die denn raus? Okay, Brandbolzen. Bei einem Whisky. Ich meine, Whisky hatten wir ja. Also, nicht so richtig. Warte, warte. Zumindest... Kann ich die... Nee, kann ich nicht. Müsste mal probieren, wenn ich so eine Flasche habe und die mal an den Kopf baller, ob das auch geht. Weil so auf gut Glück... Ah! Okay, ich wollte gerade sagen, geht nicht. Gut, vielleicht finde ich noch eine Whisky-Pole, wenn ich... Scheiße. Wollte ich gar nicht. Wenn ich dann... Hey. Ich habe jetzt bloß die gesehen gehabt und dachte mir, yo. Das wird schon passen. Oder deswegen wollte ich die Flasche eigentlich drehen. Ich habe bloß das Gefühl, wenn ich jetzt hier hoch, dass ich nie wieder zurückkomme. An mir kommt er nicht vorbei, Sir. Weißt du, wen wir hier jagen? Versuch nicht, den Helden zu spielen. Aber was, wenn niemand in meiner Nähe ist? Dann mach beim Sterben möglichst viel Lärm. Tritt irgendwas um, wenn du kannst. Bastard, was war das? Na, shit. Ich wollte ihn ja gleich an den Kopf werfen. Mal gucken, vielleicht treffe ich ihn ja von oben. Vielleicht kann man die ja so betäuben oder so. Das ist ja halt mein Gedanke dahinter. Ach, shit. Falken. Was zum Fick ist ein Falkenangriff? Lass dich von oben auf einen Gegner abführen und drücke, bevor du auf ihn... Ja, toll. Und du erlässt durch den Sturz keinen Schaden. Ja, da müsste aber jemand erstmal unter mir stehen. Warte. Darf? Kommen manchmal nachts her, um zu sterben. Verschwinden einfach im Wasser und das war's. Das hat ja super funktioniert mit dem Falkenangriff. Kannst dich nicht ewig verstecken. Naja, noch heute. Wir wissen, dass du hier bist und wir werden dich finden.
Wo bin ich hier überhaupt? Augen auf und ruft einander zu, wenn ihr ihn seht. Shit. Oh. Jetzt hab ich dich. Hilf mir doch jemand! Nein! Schnappt ihn durch! Attentäter, Hilfe! Stirb endlich! Gut, das lief jetzt nicht so gut. Super Feigenangriff. Was ist das hier? Rattenspieß. Na, jetzt habe ich ihn auch noch gegessen. Und ja, zurück komme ich nicht mehr zum Tresor. Lass mich verarschen, Typ. Was war das jetzt gerade? Was ein Sack. Okay, wir haben noch zweimal Rattenspieß. Können wir uns natürlich, ne? Vielleicht komme ich doch wieder zurück, aber ich kann mir gut vorstellen, dass in so einem Tresor jetzt nicht so wirklich krasse Sachen sind. Kann ich eigentlich auch die... Ach, kann ich wieder zurücknehmen, wenn ich was... Ah, schön. Dass da vielleicht bloß ein bisschen Muni oder so ist. Ich will es aber trotzdem mal versuchen, irgendwie stealth-mäßig hinzukriegen. Auch wenn das jetzt gerade nicht so gut funktioniert hat. Ich muss erstmal auch ein bisschen üben. Achtung, Bürger! Ach so. Der Attentäter Corvo, verantwortlich für den Mord an unserer geliebten Kaiserin und das Ich dachte, da käme jetzt ein Zug durch. Ja, ja. Hey, Samuel, alter Sack. Schnell, ich bin ein Freund. Ja, ja, das haben wir ja schon gelesen. Ich bin Samuel. Ich arbeite für ein paar ehrbare Leute, die Sie gern treffen würden. Sie sagten mir, Sie kämen hier raus, aber ich kann es immer noch kaum glauben. Ich bringe sie zum Treffpunkt. Einfach nur den Fluss runter. Das ist der Houndpits Pub. Für Kundschaft geschlossen, der halbe Bezirk als Seuchengebiet markiert. Direkt unter der Nase des Lordregenten und er merkt gar nichts davon. Wenn jemand herausfindet, was wir hier tun, wird uns die Wache mit gezogenen Schwertern stürmen. Und der Lordregent wird jetzt nach ihrer Flucht die Stadt auf den Kopf stellen. Sie haben Admiral Havelock und die anderen Kaisertreuen getroffen? Auf den Admiral kann man zählen. Wenn jemand Ihnen helfen kann, Lady Emily zu finden und Ihren Namen reinzuwaschen, dann er. Gut, danke dir. Haut's auf Pilz. So, die Sache ist jetzt zwischenzeitlich. Okay, cool. Ist ja eine einzelne Mission mehr oder weniger unterteilt. So wie es aussieht, habe ich mich jetzt noch nicht schlau gemacht weiter. Es ist ja irgendwie so, dass ich, naja, am Ende eine Zusammenfassung hatte, wie gut ich abgeschnitten habe. Und dadurch, dass ich eigentlich versuchen wollte, eher sneaky unterwegs zu sein, war mein allgemeines Chaos-Level hoch. Es hat also schon mal wunderbärchen funktioniert. Wie auf den Inseln vielleicht? Okay, ich folge dem mal. Damit wir unseren Namen reinwaschen können, warte. Was ist das für ein Geräusch? Es beginnt also, Admiral. Wir haben ihn gefunden. Selbst nach 6 Monaten Gefangenschaft in Caldwich ist er geschickt entkommen. Ja, kein Wunder. Er war der persönliche Leibwächter der Kaiserin. Sie kennen die Geschichten. Ja, die kenne ich. Okay, ich gehe mal wieder raus zu ihm, weil ich habe ein bisschen das Gefühl, wir müssen ihm vielleicht folgen. Ich bin jetzt einfach hier rein. Da drin arbeiten sie rund um die Uhr. Stoßen sie dazu. Ach so. Sie werden ihnen helfen, die Warenmörder. Okay, gut, dann ist klar. Alles klar, cool. So, größer. Wir reden später weiter, Lord Pendleton. Der Mann der Stunde ist hier. Corvo, ich bin Admiral Havelock, ein wahrer Diener des Kaiserreichs, so wie Sie. Bis der Lord Regent alle verbannte, die seinen Anspruch auf den Thron nicht gut hießen. Und ich bin Lord Trevor Pendleton. In dieser Gruppe repräsentiere ich die Edelleute.
aber der Stand spielt keine Rolle hier im Houndpits Pub. Das ist ein bedeutsamer Moment, Corvo. Hören Sie, wir gründeten eine Gruppe von Kaisertreuen, um die Tyrannei des Lordregenten zu beenden und den Thron wiederherzustellen. Wir riskieren unser Leben, doch wir haben uns verpflichtet, Lady Emily zu finden und ihre Krönung zur Kaiserin zu sehen. Große Pläne. Doch ohne sie kann keiner gelingen. Wir brauchen ihre Fähigkeiten, ihr Kampfgeschick. Und wenn sie uns helfen, helfen wir ihnen, die Mörder der Kaiserin zu stellen. Verzeihen Sie, Sie müssen müde sein. Wir reden später weiter, wenn Sie sich ausgeruht haben. Bevor Sie sich zurückziehen, sollten Sie sich bei Piero vorstellen. Manchmal ist er etwas schwierig. Mit seinem genialen Geist hat er das Recht dazu. Ja, Piero ist Künstler und Techniker in einem. Mhm. Er wird die Ausrüstung herstellen, die Sie brauchen. Okay, cool. Sprechen Sie mit ihm und dann ruhen Sie sich aus. Wir reden später. Alles klar. Judy. Dass die mir nicht gleich hält? Ja, okay. Ist halt so ein Quid. Nennt sich das Quid pro Quo-Ding? Dino Risky 758, der wäre wahrscheinlich die Dings gewesen. Da werde ich aber trotzdem nie wieder hinkommen. Gut, deshalb wollte ich eigentlich auf die Flasche gucken, aber die war leider nicht. Nicht so zugänglich. Oder nicht so. Ich konnte nicht so reinblicken. Oh. Ihre Waffen und Ausrüstungsgegenstände herstellen. Alles Einzelstücke. Für Sie fertige ich die Werkzeuge eines meisterlichen Attentäters an. Nein, das kann doch nicht wahr sein. Der Walöltank ist ausgelaufen. Können Sie mir bitte einen neuen Tank Läuft. Von oben holen, während ich diesen hier fixiere? Jo, warte, lass mich erstmal lesen. Oh. Okay, Ausdruck aus einer Reihe von Zeitungsartikeln von prominenten Naturphilosophen. Hier Piero Joppi. Es liegt nicht an mir, dass der Durchschnittsbürger Sokolovs Elixier meiner eigenen Formel vorzieht, die als Piros Arznei erhältlich ist. Ein Name, den ich nicht selbst gewählt habe, wenn Sie es genau wissen wollen. Die Öffentlichkeit hat ihre üblichen Botschaft der Idiotie gesprochen. Mit dem Geldbeutel wählt sie Sokolovs Formel statt meiner eigenen, welche meiner Meinung nach mindestens genauso gut, wenn nicht sogar noch wirksamer ist. Viel wurde über die Beliebtheit dieser Gebräue als Mittel zur Erhöhung des Widerstandes gegen diese bemerkenswerte neue Seuche geschrieben. Ich sage bemerkenswert, weil dieser Stamm mit einer Effizienz ans Werk geht, die wir in der ganzen Geschichte des Kaiserreichs noch nicht gesehen haben. An diese Seuche, die jetzt durch die Straßen von Dunwall rast, kommt keine andere ran. Ich habe studiert, was sie im Blut der Infizierten anrichtet. Es ist nahezu perfekt, oder besser gesagt elegant. Und während es stimmt, dass Piros Arznei und Sokolovs Elixier bekannterweise gleichermaßen den Körper gegen die Seuche schützen, besitzt meine Mischung Zutaten, die noch nicht komplett erforscht sind, aber die sich an Geist und Seele richten. Na super. Und dadurch gewinnt meine Formel dann doch. Hier sollte das Interesse des Zuschauers geweckt worden sein. Denn wie Sie sehen, ist Sokolovs Elixier mit seinem Schwerpunkt auf dem brachialen animalischen Körper eine krasse Schmiere, die sich besser für Viehzeug eignet. Die feine und geheime Variante in den Wirkstoffen stellt sicher, dass Piros Arznei sich an jene höhere Funktion richtet, die uns von den geistlosen, blaukiefrigen Hexenfischen unterscheidet, die im Wrayhaven herumschwimmen. Also ist beides Scharlatane, mehr oder weniger. Piero, nein, ich werde diese Einkäufe nicht autorisieren. Ein Beutel zerstörter Kristalle? Tyvianisches Erz? Warum können Sie nicht die wunderbaren Metalle von Crystal nutzen? Federn von Kingsborough? Wenn Sie Federn brauchen, sehen Sie in Ihrem Kopfkissen nach. Vielleicht haben Sie in der Akademie alles automatisch oder ohne Prüfung bekommen, aber das hier ist mein Unternehmen oder das, was davon übrig geblieben ist. Und wir haben nur ein begrenztes Budget zur Verfügung. Wir haben schon kaum noch Öl, Essen, Elixier, Baumaterialien oder alles andere. Also müssen Sie sich etwas einschränken. Ach so, deshalb kippt das so komisch. Solange die Rechnungen bezahlt werden, werde ich ihre Einkäufe nicht abzeichnen, solange sie nicht absolut notwendig sind. Kein Kupferdraht mehr, keine seltenen Kräuter. Okay, ein bisschen was haben wir gesammelt. Wenn Sie diese Dinge benötigen, gehen Sie vor die Türe und sammeln sie selbst. Halb Landmann liegt in Trümmern, also wird niemand etwas vermissen, wenn Sie sich das alte Zeug nehmen. Admiral Havelock. Okay. Ja, die kann ich. Okay, bringt mir Geld. Essen war. Warte mal, ich würde gerade sagen, hier drüben hatte ich aber noch ein Briefchen oder so gelesen.
Sternenkarte Südhimmel? Oh. Vielleicht sollte ich den... Okay, anscheinend können wir hier auch ein bisschen selber rumbasteln. Das Buch hatten wir. Gut, wir holen dir mal sein... Ich weiß gar nicht. Irgendwas wollt ihr haben. Auszug aus dem Handbuch über Fugenstadt. Aufgrund der immer größer werdenden Seuchenkrise hat der Lord Regent die Position des Totenzählers geschaffen, die von Junior-Offizieren oder Offizieren mittleren Rängen bekleidet werden kann. In den meisten Fällen, in denen ein Erlass oder eine Ausgangssperre vollstreckt werden muss, unterstehen die betroffenen Offiziere dem derzeitigen Offizier vom Dienst. Jeder Totenzähler hat jedoch in den Situationen die Befehlsgewalt, die mit der Seuche und der Abfertigung der Toten zu tun haben, inklusive der Personen, die unter fortgeschrittenen Symptomen leiden. Im Volksmund Wiener genannt. Ich habe da erst Wiener gelesen. Aber liegt vielleicht an meinem Job. Ab dem Monat des Regens können sich Offiziere zu einem Eignungstest anmelden und nach Bestehen an einer zweiwöchigen Einführung teilnehmen. Die Position wird mit Gold- und Elixierrationen von eineinhalbfacher Qualität vergütet. Wie nett. Was? Fehlgeschwein? Was ist mit mir? Ich habe da erst Fehlgeburten-Experiment gelesen. Oh mein Gott. Okay, Auszug einer Vorlesungsreihe über die Naturphilosophie, gehalten von Piero Jobin. Natürlich habe ich versucht, Sokolovs Entwürfe zu verbessern, selbstverständlich, und warum auch nicht? Es ist schließlich mehr als wahrscheinlich, dass seine Gedanken von unserer gemeinsamen Zeit an der Akademie beeinflusst worden sind, und sei es auch noch so kleine Art und Weise. Wir sind alle Teile einer Gemeinschaft, die es sich zum Ziel gesetzt hat, die Mysterien des Kosmos aufzudecken. Selbst jene unter uns, die mit größtem Verstand gesegnet sind, werden oft von, sagen wir, intellektuell minder begabten Menschen zu ergiebige Resultaten geführt. Sokolov ist da keine Ausnahme, auch wenn er sich bei den Edelleuten seines Genies rühmt. Darüber hinaus ist es wahr, viele meiner Experimente sind fehlgeschlagen. Darüber muss keiner der Zuhörer in seinen gesellschaftlichen Zirkeln oder in den Räumen der Akademie lästern. Großer Ärger erfordert Risiken. Sie mögen über meine Tür zum Nirgendwo lachen, aber eines Tages werden sie es nicht mehr tun. Es wird für ihre Kinder höchstwahrscheinlich so selbstverständlich sein, wie es heute das elektrische Straßenlicht für sie ist. Aber noch vor ein paar Jahren hätten sie über Sokolovs Blitzpfeiler oder Lichtwand gelacht. Ihr Gelächter, ihr verächtliches Grinsen, sie sind nicht mehr als der Beweis für ihr eigenes begrenztes Forschungsvermögen. Okay. Mein Gott. Haben wir zwischendurch wahrscheinlich was trinken müssen. Auszüge aus Notizen eines Naturphilosophen unterwegs auf einem Walfänger. Was? Auf einem Walfänger? Bemerkenswerterweise besaß jedes Wesen, das zu studieren mir auf dieser Reise vergönnt war, geringfügige physiognomische Unterschiede. Was? Östlich von Tyvia, auf dem zweiten Abschnitt unserer Reise, erlangte die Mannschaft ein Weibchen, etwa 42 Fuß lang. Meiner Schätzung nach wog es etwa 35 Tonnen. Das Schiff lag tief im Wasser und wogte die ganze Nacht hin und her, während das Weibchen mit dem Tod rang. Im Kerzenschein führte ich meine Vivisektion durch, zeichnete Skizzen und machte Notizen. Unter lautem Gebrüll schnitt ich in die Tentakel um den Mund des Weibchens. Darin fand ich viele Zahnreihen und eine Barte im Oberkiefer. Ich vermute, dass durch diese siebartige Struktur Nahrung aus dem Wasser gefiltert wird, die das Tier mit seinen Zähnen nicht kauen kann. Haben die da einen riesen Oktopus? Irgendwie? Oder ein Wal? Okay. Auf hoher See halten sie die Bestie mit Haken und Tauen fest, die vom Hauptschiff und den zahlreichen kleinen Schiffen geworfen wurden. Bojen sorgen dafür, dass der Wal nicht untertaucht. Einmal gefangen wird ein großer Haken durch die Schwanzflosse getrieben, mit dem die Kreatur an Bord gezogen wird. Wale klagen und brüllen, wenn die Männer sie an Deck ziehen und dann in ein auf Deck aufgestelltes Gerüst hieven. Das Schiff nimmt unterdessen wieder Kurs auf Dunville, wo die Besatzung an die Arbeit geht. Sie schneiden die fettigsten Teile großartigen Kreatur ab, während sie am Leben ist. Das ist auch so eine Scheiße, Alter. Aber okay. Walölfüllstation. Ich hoffe, also ich weiß, Bethesda kann da ganz gerne mal viel Zeug reinhauen. Ich muss mir zwischendurch überlegen, ob ich wirklich alles vorlese oder es dann bloß zeige und wer will. Ne? Noch geht's, aber wenn ich halt übel viel auf einmal finde, also oder relativ viel, so wie hier,
Sokolov besitzt nicht länger einen Vorteil, wenn es um Walöl geht. Der gute Admiral hat die Installation meines eigenen Systems bezahlt, mit dem ich hier arbeiten kann. Der Öltankspender wird nach seiner Aktivierung einen leeren Tank für die Füllung bereitstellen. Wenn der leere Tank in der Nähe der Öltankfüllstation gebraucht wird, sollte eine magnetische Vorrichtung den Tank greifen und ihn in die richtige Position festmachen. Mit dem Hebel startet man dann die Auffüllversorgung. Okay. Wenn das Auffüllen abgeschlossen ist, kann der Tank entfernt werden und es ist einsatzbereit. Gefüllte Tanks müssen mit äußerster Vorsicht behandelt werden, da sie höchst instabil sind. Das System ist durchdacht und gut konstruiert. Scheinbar hat die Gravis Oil Company zur Abwechslung einmal was richtig gemacht. Okay, da haben wir Le Tank. Ihre Attacke erforderlich. Ja, nimm doch den. So. Ich meine, der ist ja nicht instabil. Den können wir nutzen. Wahrscheinlich können wir den noch zerstören, aber ich. Nun rein damit. Einfach. Perfekt. Vielen Dank, Paul. Hier sehen Sie. Die Maske des Attentäters. Sie sind ein gesuchter Mann, also kennt jeder in der Stadt Ihr Gesicht. Aber diese Maske wird Ihnen Angst einjagen. Halten Sie kurz still, damit ich Sie anpassen kann. Bitte sehr. Können Sie gut sehen? Die mittlere Linse ist etwas verschoben. So. Besser so? Ich kann noch mehr für Sie herstellen. Verbesserung für Ihre Ausrüstung, Waffen, Munition. Aber die Lage hier ist ernst. Durchforsten Sie die Stadt nach Wertsachen. Ich verkaufe sie auf dem Schwarzmarkt. Mit dem Geld kann ich dann die Dinge herstellen, die Sie brauchen. Sagen Sie, was ich für Sie tun kann. Nicer Typ. Okay, wir haben ja ein bisschen was gefunden. Münzen. Okay, guck mal, Bolzen, Betäubungsbolzen, Kugeln. Springmine. Feuerwerksgranaten. Ich würde mal erstmal bei Verbesserung gucken. Kostet schon ein bisschen mehr. Präzision. Ja, die Sache ist... Ich würde halt gerne richtig zielen können. Irgendwie geht aber noch nicht so wirklich. Oder ich habe es jetzt noch nicht gelesen. Maskenoptik. Aha. Bolzenkapazität. Da kommt aber bestimmt noch ein bisschen was dazu, oder? Wenn das andere Klingen blockt und wenn du einen Gegner zurück... Also ich schätze mal, wir kriegen kein besseres Schwert oder anderes Schwert, sondern wir können das hier bloß kaufen, oder? Also hoffe ich jetzt mal. Ich will halt... Ich habe schon ein bisschen was gesammelt. Ich will das jetzt hier nicht umsonst irgendwie rausholen. Schnelles Nachladen. Ermöglicht automatisches Nachladen. Ja, ich bin halt, denke ich mal, eher mit dem Schwert unterwegs, ne? Weil ich würde dann erstmal zum Anfang jetzt das machen. Kostet zwar. Okay, ist weg. Das kann ich mir nicht mehr leisten. Aber wenn es so weitergeht mit den Fundsachen. Bin mal gespannt. Ambossbolzen. Wie viel kriege ich dafür? Ein. Okay, dann. Nee. Dann suche ich lieber. Sie müssen müde sein. Es wäre besser, Sie schlafen etwas. Ihr Leben wird bald noch viel komplizierter. Nutzen Sie die Ruhe. Gute Träume.